Was bleibt von den Olympischen Winterspielen in Laupheim übrig, wenn die Veranstaltung erstmal vorbei ist? Gerodete Wälder, ökologisch tote Skipisten, leerstehende Hotelanlagen und Scharen von arbeitssuchenden Wanderarbeitern? Vermutlich ja. Aber es gibt auch positive Aspekte. Die neu erbauten technischen Anlagen bleiben selbstverständlich bestehen und sie werden weiter betrieben. So zum Beispiel auch dieser niegelnagelneue Hightech-Komfort-Sessellift in der Hasengrube. Durch den ganzjährigen Betrieb wird dieser sicherlich auch den Besuchern am Kinder- und Heimatfest noch gute Dienste erweisen. Jens Weißflog, Dieter Thoma, Martin Schmidt und Sven Hannawald. Über viele Jahre hinweg haben die deutschen Springer die Skiflugszene dominiert. Aber jetzt, nach einer langen Durststrecke, scheint nun hier im Laupheimer Olympiazentrum ein neuer Star am Skiflughimmel geboren worden zu sein. Trainer und Funktionäre wundern sich über die ungekannten Weiten und Flugdauern der Laupheimer Olympionikin. Aber egal, Hauptsache mir gewinnet. Wir sehen jetzt hier an der Großschanze den Springer Meyer aus Katar. Er ist zum ersten Mal an den Spielen am Start. Wir sind gespannt auf seine Leistung hier. Die Bedingungen sind optimal, leichter Gegenwind. Und hier rast er in den Schanzentisch hinein und setzt eine saubere Weite von 31 cm. Ordentliche Haltungsnote, einen sauberen Telemark. An Aufsprung geschafft. Das wird eine große Herausforderung für den Laupheimer Springer. Und hier jetzt mit der Startnummer 2, die Laupheimer Medaillenhoffnung. Sie hat sich intensiv im Trainingslager vorbereitet. Von der äußeren Statur her wesentlich besser aufgestellt als der vorangegangene Springer. Wir sind gespannt, ob sie die Leistung des Athleten aus Katar heute toppen kann. Das sieht gut aus. Und sie hat einen guten Absprung erwischt. Sie ist in der Luft, hat eine hervorragende Position auf dem aufstrebenden Liftpolster gefunden. Und das wird eine gute Weite. Sie liegt und ist gut. Was macht sie? Sie verspürt in der Luft. Meine Damen und Herren, der kritische Punkt rückt näher. Das wird eine sensationelle Weite. Das wird olympischer Rekord hier im Laupheimer Skiflugstadion in der Hasengrube. Es ist kaum zu glauben, die Laupheimer Springerin bricht alle Rekorde. Sie fliegt und zieht!